Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom 0-Euro-Projekt hier auf Brzoznowska. B-R-Z-O-Z-O-K-W-A, irgendwie so. Ich werde es niemals in meinem Leben aussprechen können. Hier haben wir einen schönen Teich mit über Wasser laufenden Rehen. Ich habe hier eine ganz schöne Ecke entdeckt. Durch Zufall. Was soll ich sagen? Ich meine, wollen wir drüber reden? Oder wollen wir den Auftrag zu Ende machen? Denn ich habe gerade mit der Windows-Taste aus dem Spiel rausgetappt, um OBS zu öffnen. Und das Spiel dachte mir, oh, lass mal den Trigger losfahren. Finde ich voll toll. Und wie immer, liebe Freunde, wenn es dir gefallen hat, oder wenn es dir jetzt schon gefallen hat, ja, wenn es dir gefällt, dann hinterlass dem Video gerne ein Däumchen nach oben und falls du mich noch nicht abonniert hast, auch gerne ein Abo. Wir haben aktuell zwei Projekte, ein drittes Projekt wird bald starten und das dritte Projekt wird nämlich, lasst mich einen Screenshot machen, das dritte Projekt wird ein XXL Oldtimer Projekt sein. Ich glaube, das wird ganz geil. Das hier ist das 0-Euro Projekt, wir haben mit 0 Euro gestartet. Und haben, glaube ich, ein Problem tatsächlich. Und versuchen uns jetzt irgendwas aufzubauen. Das ist ja erst die vierte Folge. Aber die, ja, ich sag mal, wir werden in dieser Folge ein bisschen Geld verdienen und insgesamt werden wir jetzt auch bald ziemlich schnell zu Geld kommen. Und an den Gewinner von der Maus und Tastatur und Mauspad, so auch von meinem 2-Jahres-Special. Tut mir leid, dass du ein bisschen warten musst. Ich hatte die Woche absolut gar keine Zeit. Ich habe nicht gezockt, ich habe keine Videos gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist... Wo ist denn mein Auftrag jetzt? Das Einzige, was ich gemacht habe, ist tatsächlich zu arbeiten. Mehr habe ich nicht gemacht. Dementsprechend, wie gesagt, tut mir leid. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Warte, ich bin... Ich wollte Feld Nummer 7 machen. Ah, okay. Wie bin ich denn hier hingekommen? Also, ich habe die ganze Woche gearbeitet und habe wirklich nichts gemacht für YouTube. Ich habe nur Samstag einmal ganz kurz ein wirklich ganz, ganz schnelles Big Biohof Bergmann Video gemacht. Und als ich entdeckt habe, dass die DLCs angekündigt wurden, habe ich da auch nochmal ganz schnell Videos zu gemacht. Das waren wirklich so, ich muss auch sagen, das habe ich ja schon öfters gemerkt, was diese Kommunikation mit Giants angeht, bin ich echt nicht zufrieden. Also das finde ich richtig räudig, dass irgendwie, man ist Giants-Partner, man hat Verkauf für Links und sowas alles, aber man bekommt nicht einmal irgendwie mal irgendwas angekündigt von wegen, yo, irgendwie, keine Ahnung, nächste Woche veröffentlichen wir was und nicht mal eine Anmerkung, dass was kommen wird. Und im Idealfall bekommt man eine Woche vorher Infos, unterschreibt eine ADNA, dass man nichts spoilert, nichts leakt und hat dann Zeit, ein vernünftiges Video zu machen, aber sowas existiert einfach nicht. Da ist wirklich so richtig friss und stirb mit deinen Konkurrenten zusammen. Das gefällt mir nicht so. Also ich hätte ganz gern vorher gewusst, dass was kommt, und hätte vielleicht auch gerne vorher Infos gehabt, einfach damit ich dann ein bisschen Zeit habe, ein vernünftiges Video zu machen. Da war es wirklich so, ich war schon auf dem Weg ins Bett und habe dann nochmal ein bisschen durch Facebook gescrollt und habe dann so, da wurde ja was angekündigt. Ah, schön, gut zu wissen. Jetzt muss ich noch ein Video machen. Und entsprechend ist das Video auch so geworden und dann, als ich den Link kopiert habe, so, aha, okay, die haben ja noch was angekündigt, das ist ja toll. Dann muss ich da auch noch ein Video zu machen. Da habe ich spätabends wirklich zwei Videos hingeklatscht. Und da muss ich ganz auch offen und ehrlich sein, mehr ist das auch nicht als hinklatschen gewesen. Ja, ist ein bisschen schade. Vor allem in der Woche, wo wirklich keine Zeit war. Naja, was will man machen? Das wird wieder besser. Irgendwann vielleicht. Vielleicht bekommt man ja auch früher Infos, wenn man entsprechend groß ist als Giants.
Mach mal hier deine scheiß Musik aus und wir lernen Auto fahren, ey. Und hör auf zu hupen, du Spar. Ah, die Map ist schon sehr cool umgesetzt. Auch überall irgendwie immer kleine Bauernhöfe mit irgendwelchen Maschinen drauf. Verschiedene Fahrzeuge, die es sonst so nicht gibt. Vielleicht entdecken wir jetzt gleich auf dem Weg zu der nächsten Wiese nochmal irgendwie was auf der Straße rumfährt. So ein Teleskoplader oder ein Traktor oder sowas. Schon sehr geil. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Map, muss man wirklich sagen. Ja, wir sind am Pressen. Ich habe 3 Pressaufträge aktuell angenommen. Ja, als ich das Spiel gestartet habe, war auf einmal noch einer da und dachte mir, gut, machst du den auch. Was ich jetzt aber festgestellt habe, wir haben so viele Ballen, Freunde, wir haben so viele Ballen, dass ich sagen muss, ja, irgendwie werden uns vielleicht doch nochmal einen Ballenwagen mieten, weil das geht nicht. Ja, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, so viel dazu, ne? Also mit diesen Ballenzangen zu fahren, das ist ja vielleicht ganz nett, aber ey, ohne Scheiß. Nee, das sind zu viele Ballen dafür. Wenn man so irgendwie 10 Ballen fährt, mag das noch gehen, aber nicht so viele. Gut. Hoppla. Ich glaube, wir müssen hier noch schwaden. Ups. Das habe ich unter Umständen nicht mehr gemacht. Ja, gut, dann machen wir mal die Presse ab und holen den Schwader. Das ist ja fantastisch. Das finde ich ja richtig toll. Subi. Unangenehm. Naja, so ist das halt. Wie gesagt, ich möchte eigentlich in dieser Folge noch ein bisschen Geld verdienen mit euch. Wir können ja mal gucken. Haben wir eigentlich den Urus hier drauf, den Ballensammelwagen? Den fand ich eigentlich ganz gut damals. Was haben wir denn hier als Ballentransporter? Für Rundballen. Das sind ja von diesen kleinen Ballen. Auch. Ja, das ist. Die haben wir aktuell gemietet. Das macht aber keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und der ist ganz schön teuer, wenn wir den jetzt mieten würden. Es geht. Es geht tatsächlich. Aber mal gucken, ob ich einen schönen Mod finde, wo das besser passen würde. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Presse ab. Und holen den Schwader her. Freunde, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Dann bin ich mit dem Schwaden fertig, weil das habe ich in der letzten Folge schon gemacht. Und ihr Rat, ich habe mich jetzt für einen Traktor entschieden, was unser erster Traktor wird. Ich bin der Meinung, das wird cool. Und ihr ratet jetzt einfach mal in die Kommentare, was es werden wird. Und der Gewinner bekommt Anerkennung. Yay. Ja, gut. Cut und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Wir sind zurück im Spiel. Ich habe auch schon einen Ladewagen oder einen Balltransporter gemietet für ja, dieses Projekt für die ganzen Ballen. Ich habe da was Nettes im Mod-Hub gefunden, was mir gefallen hat. Wir werden jetzt hier mal eben pressen. Ich habe ja den automatischen Ballen-Schieß-mich-tot-Mod drauf. Das macht es einfacher. Lädt er automatisch jetzt aus. Das hat er ja so jetzt im Spiel, die Funktion. Und jetzt mit diesem Mod hält er auch noch automatisch an. Das heißt, ich kann Tempomat reinmachen, mich nur noch aufs Lenken konzentrieren, anhalten und so macht er rechtzeitig selber. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Und dann werden wir gleich, wenn wir mit der Wiese fertig sind, hier die Heuballen verkaufen. Ja, wickeln werden wir... Ah, ich weiß noch nicht. Machen wir es in der nächsten Folge. Wickeln wir die Ballen in der nächsten Folge. Dann haben wir halt 3 Folgen nur mit dieser Aktion. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Oder mache ich das zwischen den Folgen fertig, die Ballenaufträge? Ich weiß es nicht. Können wir mal aus der Außenperspektive fahren. Einfach, weil es ein bisschen schöner ist. Vielleicht auch für die Folge. Ich glaube, ich mache zwischen den Folgen mache ich die Ballenaufträge fertig, sodass wir die in der nächsten Folge zusammen abgeben können. Ich habe mir auch schon ein Schneidwerk rausgesucht für unseren Mähdrescher. Ich glaube, das ist was ganz Cooles. Kostet
knapp 40.000, die müssen wir mal zusammen verdienen. Aber ich glaube, mit den mit den beiden Aufträgen alle zusammengerechnet, sollten wir uns das leisten können. Und im Übrigen, wie gesagt, ihr könnt ganz gerne in die Kommentare schreiben, was für einen Traktor wir uns als erstes kaufen. Ich kann euch aber schon mal eins versprechen. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, wir werden einen kleineren Traktor als allererstes kaufen. Einfach damit wir schon mal, bis wir das Geld für einen größeren zusammen haben, schon mal trotzdem in der Ernte Korn abfahren können. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, so ist der Plan so ein bisschen jetzt von mir. Also einen kleinen günstigen. Ich habe da auch schon einen Blick. Ich sag mal so, der kam vor kurzem raus als Mod. Und den haben wir schon uns mal angeguckt. Wird, glaube ich, ganz cool. Und der wird es denn werden mit einem kleinen Anhänger. Ja, dann, bis wir denn genug Kohle haben, uns was Vernünftiges zu kaufen. Ne? So ist das denn leider an der Stelle. Ja, das dauert hier ganz schön lange, das Beinpressen. Irgendwie, ich bin heute ein bisschen ungeduldig. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt es aber auch an der Uhrzeit, weil wir jetzt einfach schon 23:30 haben. Und ich eigentlich mal gesagt habe, 22 Uhr ist ist Grenze. Ab da mache ich keine Videos und so mehr. Einfach damit ich auch noch Energie für die Arbeit am nächsten Tag habe. Aber ich habe jetzt letzte Woche halt wirklich so wenig gemacht für YouTube, dass ich jetzt einfach was da gesagt habe. Heute, ich möchte heute noch zumindest eine Folge aufnehmen, dass ich die dann morgen Abend schneiden kann, dass sie am Dienstag rauskommt. So ist ein bisschen der Plan. Ich hoffe, dass nächste Woche ein bisschen ruhiger wird, so minimal. Und die Woche danach habe ich ja schon frei, weil ich da auf dem Wacken bin. Wofür ich übrigens keine Drehgenehmigung bekommen habe, das Wort abgelehnt. Leider, kann man nichts machen. Ist halt so. Ja, ne? So. Das wären doch ein paar Ballen. Immer mit 9000 Liter bei den ganz großen hier. Alter Schwede. Das ist nicht wenig. Und ich würde sagen, wir machen eine Zeit drauf. Also kommen wir doch, wir machen nochmal eine Zeit drauf. Let's go!
ein Monstrum von Ballenwagen. Hier passen auch wirklich viele Ballen rauf, weil die auch noch höher gestapelt werden später. Finde ich auf jeden Fall krass. Wir werden jetzt verkaufen fahren. In der Hoffnung, dass wir den Auftrag dann abschließen könnten, weil das Problem ist einfach, dass ein mit 95% fertiger Heuballen noch in der, ja, in der Presse ist mit fast 9000 Litern. Und ich habe ja wirklich, ich kriege die 500 Liter hier drauf nicht mehr zusammen. Ich könnte jetzt noch Mähwerk holen und hier nochmal den Streifen so ein bisschen ausmähen vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee, falls wir den Auftrag nicht abschließen können. Mit Bauchschmerzen, aber ja, gut, was willst du sonst anderes machen? Wir fahren jetzt erstmal zum Verkaufspunkt, wo ich jetzt mal gucken muss, was das ist. So, Strohverkauf beim Händler. Jetzt ist die Frage, wo ist Strohverkauf beim Händler? Strohverkauf beim Händler ist eine verdammt gute Frage, Shop. Strohverkauf beim Händler, alles klar, wir fahren. Wir biegen gleich rechts ab und fahren dann die Straße beim Kreisel immer weiter runter und biegen dann auch irgendwann wieder rechts ab. Alles klar. Wir erkunden also eine neue Straße hier auf der Map. Kann ja auch was ganz Schönes sein. Und dann sollte es aber auch, für, wenn wir diesen Wagen verkauft haben, sollte das aber auch reichen für diese Folge, weil ich bin echt müde, ich muss echt ins Bett. Da kann man nichts machen, Freunde. Da kann man wirklich nichts machen. Ich hoffe, dass ich also spätestens nach Wacken, also in der zweiten Augustwoche, ab da wieder mehr Zeit für Videos habe. Irgendwie, dass wieder, ja, spätestens alle zwei Tage ein Video kommt. Ein Let's Play. Das wäre schön. Das würde ich mir wünschen. Da hätte ich Bock drauf. Gut. Ah, und die Ernte müsste auch bald anfangen hier auf der Karte. Oh, Rehe. Ernte müsste bald anfangen. Die ersten Felder sind schon reif. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir Aufträge ranbekommen. Und dass wir das Geld für die Schneidwerk bekommen. Das wäre auch noch relativ wichtig. So, Vollgas durch den Kreisel, habe ich gehört. Ist immer am wichtigsten. So. Das war wahrscheinlich zu viel Vollgas. Aber was will man machen, ne? Ja. Ah, ich mag die Map nach wie vor. Die ist wirklich schön. Hier. Schöne Windkraftanlage, schöne Felder, schöne Bäume, schöne Wege. Sehr nice. Gefällt mir. Sehr gut. Joa. Und unser eigenes Feld ist ja auch bald erntereif, ne? Also, da kommt ja auch noch was auf uns zu. Ja, die Map ist schon relativ groß. Also, es macht schon durchaus Sinn, nachher einen Traktor zu haben, der ein bisschen schneller fährt. Das wird ganz am Anfang natürlich nicht möglich sein. Wie gesagt, ich will mir erstmal einen kleineren kaufen mit einem kleineren Anhänger, damit wir überhaupt, ich sag mal, komplett eigenständig Ernteaufträge machen können, ohne uns Geräte mieten zu müssen. Das wäre so mein Wunsch. Und dann müssen wir mal gucken. Das Einzige, wo wir uns vielleicht ein Gerät mieten könnten, wo das vielleicht Sinn machen würde, wäre, achso, das hier ist ja der Hof. Ja, glaube ich. Das Einzige, wo es Sinn machen könnte, dass wir uns ein Gerät mieten, ist tatsächlich, wenn wir ein ganz großes Feld ernten müssen. So ein XXL-Feld. Dass wir uns dazu den Gerät ausleihen und den mit zwei Dreschern, einen Helfer und wir selber arbeiten oder sowas in der Art. So, wie weit müssen wir denn noch fahren? Das ist ganz schön weit. Die nächste Betonstraße rechts abbiegen. Ja, die Map ist schon relativ groß, muss man wirklich sagen. Das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. So, jetzt hier gleich rechts abbiegen. Hier irgendwo. Es ist scheinbar doch keine Betonstraße. Aber hier ist richtig. Hier muss ich rechts abbiegen. Oha! Ja, der schert natürlich. Es ist ein Drehschimmel. Ein langer Drehschimmel. Der schert natürlich doof aus. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Müssen wir hier ein bisschen weiter ausholen. Ist wie im echten Leben. Drehschimmel fahren macht immer Spaß. Aber das geht, wenn man drüber nachdenkt. Drehschimmel. Wir haben auch in der Firma einen 8 Meter Drehschimmel. Den darf man halt auch nicht vergessen, wenn er hinterm Auto ist. Weil hinterm Crafter ist er halt gerade mal so lang, dass man gerade noch so damit fahren darf auf der Straße. Ja, es ist schon sehr interessant, damit zu fahren. Wo ist denn die offizielle Einfahrt? Der Feldweg hier?
Okay. So, sorry, Bauer, irgendwas. Wir fahren hier mal lang eben kurz, ne? Das ist okay, oder? Fast 100.000 Liter. Sind das eigentlich echte Ballen hier? Nee, oder? Nee. Nur Deko. Hier sind welche runtergefallen. Tschö, 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 tschö. So, mach mal auf hier. Wo ist denn? Da ist der Verkaufstrigger. Da können wir natürlich jetzt rückwärts reinfahren, aber das können wir auch sein lassen. Wir versuchen es einfach mal, indem wir hier vorwärts reinfahren. Das ist der Tierhändler. So. Oh, der Auftrag ist abgeschlossen, Freunde. Der Auftrag ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Dann können wir Geld einsacken. Weil den können wir sogar abgeben. Abgeschlossen. Hier, guckt es euch an. 10.000 Euro. Abschließen. Wupp, wupp. Auch schon wieder so eine Kombination. Käse Magnum und so ein Mini-Güllefass. Läuft. Ja, sehr, sehr nice. Und mir gefällt der Ballenwagen wirklich sehr gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, in der nächsten Folge habe ich die anderen Ballenaufträge abgeschlossen. Also fertig gemacht und wir werden den abschließen, das Geld ansacken und davon den Sachen einkaufen. Dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Folge auf uns zukommt. Erstmal danke, bis dann und ciao!